Entschuldigung, können Sie vielleicht, ist so viel Verkehr hier, mir Bescheid geben, wann nichts kommt, dass ich hier rausfahren kann? Das ist ja nun nicht meine Verantwortung, sondern seine Verantwortung. Soll ich Ihnen den Schlüssel abnehmen? Also ist das nicht irgendwie Körperverletzung oder so? Ich dachte, ja, der will jetzt an sein Auto, aber dass der jetzt da fahren wollte, das habe ich überhaupt nicht registriert. Er wollte ja nur umparken, so habe ich das verstanden, auf die andere Straßenseite. Geben Sie mir mal den Schlüssel. Sie sollen mir nur helfen, das aufzumachen, ja? Alles klar. Ich möchte nach Hause. Wir geben mal den Schlüssel ab. Ich gehe davon aus, dass er einfach eine Gefährdung ist und dann auch, ja, Zeitbombe. Wo gucken Sie einmal für mich? Ich gucke nicht, weil ich das gar nicht unterstütze. Dass sie noch fahren. Das ist eigentlich schon ein Himmelfahrtskommando war, was er vorhatte. Und da habe ich gedacht, muss man was machen. Ja, danke schön. Also nach einem Schnaps und einem Bier fühle ich mich noch nicht betrunken, aber ich muss sagen, ich bin schon leicht angeheitert, fühle mich ganz wohlig warm im Kopf und würde aber sagen, ins Auto steigen würde ich in dem Zustand nicht mehr. Und bitte. Ein Traum, vielen Dank.
kannst. Hallo. Na? Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen, ins Auto zu kommen? Ich krieg das nicht auf. Geben Sie mir einen Schlüssel. Wieso denn? Ja, Sie sind doch schon. Hä? Haben doch schon getrunken. Ich wohne ja nicht weit weg. Geben Sie mir mal einen Schlüssel. Sie sollen mir nur helfen, das aufzumachen, ja? Alles klar. Aber nicht weggehen. Ich will nach Hause davon. Wo haben Sie denn getrunken? Wie? Hier? Ist doch egal. Was mischen Sie sich denn da überhaupt ein? Wir wirken mal, ob wir jemanden finden. Ich möchte nach Hause. Wir geben mal den Schlüssel ab. Ich möchte nach Hause. Und dann dachte ich mir, er gefährdet, oder? Gefährdet die Menschen, die Menschheit. Jetzt hier springen ja genug Leute rum. Und von daher denke ich mir, man muss es versuchen. Ich habe im ersten Moment gedacht, was machen wir? Hat den, ja, helfen Sie mir, den Krug da in der Hand. Das hätte natürlich auch schief gehen können, dass man einen neuen Kopf kriegt. Aber in der Abwägung ganz kurz ging es schon. Und ich gehe davon aus, dass er einfach eine Gefährdung ist und dann auch, ja, Zeitbombe sozusagen. Entschuldigung, kannst du mir mal helfen? Ich krieg mein Auto nicht auf. Irgendwie, ich wohne nicht weit und ich krieg's nicht auf. Kannst du mir bitte? Ach, was? Bitte? Hier in der Hand. Was hätte ich Ihrer Meinung nach? Soll ich Ihnen den Schlüssel abnehmen? Also nicht, dass ich irgendwie Körperverletzung oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht einfach jemanden links entwenden, oder? Sein Eigentum. Ich weiß nicht, ob man das darf oder nicht. Deswegen habe ich lieber, ich meine, in dem Zustand bekommt er offensichtlich das Auto nicht auf. Und ich will halt nicht irgendwie ihm körperlich nahe treten, dann wird er aggressiv. Kann ja alles passieren, weil wir betrunken sind. Und dann ist es für mich halt auch blöd gelaufen.